Hallo und guten Abend miteinander. Ein fröhlicher Gruß hier von Tisch der Pressekonferenz des DKB-Bundesligaspiels zwischen dem VfL Gummersbach und Frisch auf Göppingen. Das Spiel hat stattgefunden in der Heimstätte des VfL Gummersbach in der Schwalbe Arena. Wir hatten heute 3.456 Zuschauer. Die Schiedsrichter waren die Herren Brauer und Holm. Und zur Halbzeit stand es 14:11 zugunsten des VfL Gummersbach. Und auch am Ende hat der VfL Gummersbach das bessere Ende für sich gehabt, nämlich mit 31:27 gewonnen. Ich begrüße recht herzlich den Trainer von Frisch auf Göppingen, Magnus Andersson, und den Trainer des VfL Gummersbach, Emir Kurtagic, und den Geschäftsführer des VfL Gummersbach, Frank Flatten. Lieber Andersson, weite Reise, Sie hatten sich vermutlich mehr vorgenommen. Ja, schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Klar, ich bin unglaublich enttäuscht über unsere Leistung heute. Wir haben richtig, uns etwas verschlafen vom Anfang an. Wir haben gewusst, dass Gummersbach kommt mit alles her vom Anfang an und haben einen Eindruck gehabt, dass wir waren nicht richtig da vom Anfang an. Wir haben uns wieder zurückgekämpft und haben hat es nicht geschafft, so darum bin ich etwas enttäuscht über unsere Leistung. Erstes Mal dieses Jahr, wir haben kassiert über 31 oder über 30 Tore. Vorher war unsere, ja, wir lebt viel für unsere Abwehr. Und heute haben wir gesehen, wir haben unglaublich viele Probleme gehabt. Ist egal, was wir haben gemacht. Wir haben alle Duelle Mann gegen Mann verloren, haben nicht unsere Torhüter geholfen, so wenig Parade, aber herzlichen Glückwunsch, verdient gewonnen, viel bessere Mannschaft als uns heute. Dankeschön. Dankeschön, Magnus Andersson. Und nun, lieber Emir, ein fröhlicheres Gesicht als noch am Mittwoch. Ich glaube, das war ein toller Tag heute für den VfL. Guten Abend, danke für die Glückwünsche. Ich denke, das war heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Speziell nach Mittwoch, wo wir geerdet worden sind von Flensburg. Und ich denke, es waren zwei schöne Tage für die Jungs. Die haben einfach versucht, ein wenig zu entspannen und einfach diese Niederlage zu verdrängen. Das haben sie sehr gut gemacht, gemeinschaftlich. Und vor allem, was noch größeren Respekt verdient, nach den Ausfällen von Pevno, Becker, Schindler, haben wir einfach an Sieg gegen Göppingen geglaubt und das war zu spüren. Das war einfach für uns dieses positive Gefühl, heute ins Spiel zu kommen, von der ersten Aktion in der Abwehr, von der ersten Parade von Lichtlein, vom ersten Tor von Julius, von Bulti, erste 1-gegen-1 Situation, und das war einfach für mich ein Zeichen, dass wir heute ein gutes Spiel erleben werden. Und ich hatte nicht einmal gezweifelt, dass wir das nicht durchhalten werden aufgrund der Personaldecke, sondern ich glaube sogar, dass wir noch nachlegen konnten in jedem Moment. Und das war heute das Schöne und ich freue mich für die Mannschaft, weil sie, was ich immer wieder auch in den Spielen, wo wir verloren haben oder nicht gut ausgesehen haben, ich habe immer wieder betont, wir arbeiten gut, aber einfach hatten ein wenig Pech in vielen Situationen. Und dann, ja, dann kommt eine negative Serie und ich bin einfach froh, dass diese negative Serie jetzt zu Ende ist. Wir haben jetzt 10 Tage Pause, nochmal die Verletzungen auszukurieren und uns gut auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Und ja, Glückwunsch an jeden Einzelnen in der Truppe, von Ärzteteam bis Geschäftsführer. Und natürlich auch ein Riesenkompliment an die Fans. Das war heute, ich glaube, vor dem Spiel habe ich schon eine Gänsehautstimmung gesehen und das macht einfach Spaß. Trotz nochmal, was passiert, was am Mittwoch passiert ist, das war einfach sensationell. Danke für die Unterstützung und ich hoffe, dass wir noch einige schöne Spiele in dieser Saison in diesem Format auch erleben werden. Danke. Ja, vielen Dank, Emir Kurtagic. Und ich denke, der gleichen Hoffnung wird der Manager des VfL Gummersbach sein, Frank Flatten. Ja, schönen guten Abend zusammen. Das sind Wechselbilder der Gefühle, die wir mit Sicherheit hier jetzt erleben durften. Am Mittwoch haben viele den Kopf in den Sand gesteckt, aber Kompliment an die Mannschaft, an den Trainer, die hier hervorragend sich eingestellt haben auf das Spiel mit einer Rumpftruppe, wo im Vorfeld
jeder Respekt hatte, was wir heute schaffen werden und was wir hier geleistet haben, war sensationell. Und ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass in der Arena diese Gänsehaut-Atmosphäre schon beim Einlauf da war. Als die Mannschaft vom Feld nach dem Warmmachen kam, ging sie durch einen Spalier von Fans, die alle aufwundernde Worte hatten. Das habe ich selber so noch nicht erlebt und das war wirklich Gänsehaut-Feeling pur. Ich freue mich natürlich heute unglaublich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war ganz wichtig und freue mich auch, dass wir heute die Vertragsverlängerung mit Julius Kühn bekannt geben können, der bis 2018 unterschrieben hat und VfLer bleiben wird, was nach so einem Sieg und auch einem guten Spiel der gesamten Mannschaft, aber auch von ihm insbesondere natürlich umso schöner ist und wir weiter in Ruhe planen können. Dankeschön. Ja, das sind frohe Nachrichten. Und jetzt frohe Fragen aus Ihrem Kreis. Andrea. Ja, das ist klar. Wir haben gewusst und auch das Spiel letzten Mittwoch gesehen und ich habe auch solche Spiele erlebt. Da ist nicht so toll. Wir haben uns vorbereitet genau so, wir haben gewusst, Gummersbach kommt mit alles heute. Wir haben auch gewusst, die haben ein paar wichtige Spieler, die sind verletzt, aber das kommt immer andere Spieler, so macht seine Arbeit. Und da haben wir heute gesehen, die haben richtig gut gekämpft und da habe ich vielleicht nicht in meiner Mannschaft gesehen. Mit unserem Torhüter Bastian Rutschmann hat seine Daumen ausgekugelt und das war nicht so schönes Bild. Ich habe nur das Bild gesehen hier und jetzt er ist im Krankenhaus und der erste Prognose ist, dass ist nicht gar nicht gebrochen. So jetzt können wir nur abwarten und sehen, was der sagt. Bernd. Ich würde gerne nochmal von guten Tag mit Chimiami. Du hast das eben so schön geschildert. Die Jungs hatten zwei schöne Tage. Ganz so einfach war das ja nicht. Wenn man mit 17 Toren Unterschied ein Pokalspiel verliert, dann ist die Anspannung schon bei jedem da. Weil jeder weiß, irgendwie müssen wir mal ein Zeichen setzen. Wenn dann die Leute auch noch ausfallen, wird das richtig schwierig, weil ja Qualität wegfällt in dem Moment. Sag uns mal so ein bisschen, wie du das trotzdem geschafft hast, den Kopf für die Spieler frei zu bekommen und wie deine eigene Gefühlslage so im heutigen Tag war. Ich meine wirklich, dass wir zwei schöne Tage hatten und ich habe sofort Donnerstag früh die Mannschaft versammelt. Frank war dabei und ich habe der Mannschaft gesagt, wir haben jetzt ein Jahr lang Sonnenschein gehabt in Gummersbach und es ist alles super gelaufen. Wir haben Spiele gewonnen, wo wir vielleicht nicht die bessere Mannschaft waren, aber Lüthi hat dann Ball gegen Magdeburg gehalten und. Und jetzt ist eine Situation, die wir einfach nicht kennen, die Spieler wie Magnus oder wie Gunnar oder Spieler wie Simon Ernst oder wie Julius Kühn, die kennen diese Situation nicht. Einfach in Gummersbach, dass auf einmal unheimlicher Druck entsteht, dass man einfach, wenn ich die Jungs gesehen habe gegen Flensburg, einfach die alle blass waren und die haben sich nicht getraut, aufs Tor zu werfen. Und da habe ich gesagt, Jungs, so geht das nicht. Wir können nicht so Spiele gewinnen und wir werden auch keine Spiele gewinnen und wir werden nicht aus der Situation rauskommen. Und ich habe einfach der Mannschaft gesagt, mir ist es egal, was heute passiert. Das war also auf Samstag passiert. Ich möchte nur eine Mannschaft und egal wer auf der Platte steht, die Schulter an Schulter durch dieses Spiel geht. Und das haben die Jungs super gemacht, wie ich finde. Und das war das Entscheidende. Wir haben an uns geglaubt. Wir haben daran geglaubt, dass wir Göppingen schlagen. Egal wer auf dem Feld steht. Und wie Magnus das vorhin gesagt hat, in solchen Spielen gelingt manchmal auch dieser Befreiungsschlag. Und ich hoffe, dass das so ein Befreiungsschlag gut für die Seele, gut für die Mannschaft, gut für die Köpfe. Nochmal, ich glaube, dass sehr gut ist, dass jetzt diese Pause kommt und dass wir in Ruhe ein paar Sachen aufarbeiten können. Aber es freut mich einfach, dass, und das macht auch junge Mannschaft aus, finde ich, dass sie diese Denkphasen dann auch einfach abschütteln können. Und nochmal, es war einfach sehr schön zu sehen, wie Schrödi, wie Julius, wie Simon, wie Bulti, wie alle, Raul, Flo, Pepe, heute über das Spielfeld gerannt sind. Das war einfach ein schönes Gefühl und ich hoffe, dass wir bald wieder komplett sind und wieder aus dem Vollen angreifen können.
Amplifier der Manager. Sie haben eben selbst davon gesprochen, dass es Gänsehaut-Feeling war heute in der Halle. Von Anfang an hatten wir ja das Gefühl, als hätte der VfL am Mittwoch das Spiel hoch gewonnen. Und nach dem Spiel hat man so das Gefühl, irgendwie wäre ein Europapokalplatz rausgekommen. Kennzeichnen Sie doch mal so ein bisschen den Gummersbacher Zuschauer nach diesem Mittwochspiel. Gut, war ein Fernsehspiel, waren gerade mal 2000 Leute in der Halle. Jetzt kommen fast 3500 und die sind völlig aus dem Häuschen. Natürlich auch wegen der Mannschaft, aber von Anfang an schon. Was zeichnet denn den Gummersbacher Handballfan im Moment aus? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Wir alle in Gummersbach waren sicher mit den Leistungen der letzten Spiele nicht ganz glücklich. Und das Schlimmste war ja Mittwoch das Spiel, wo wir hier eine sehr, sehr hohe Niederlage einfahren mussten. Und da gibt es eigentlich zwei Reaktionen drauf, dass Zuschauer Aufkommen negativ eingestellt ist und heute war es ganz anders. Schon lange vor dem Spiel waren gerade die Fans und auch die Fanclubs sehr positiv aus, nach dem Motto, jetzt erst recht, wir wollen zeigen, dass man in Gummersbach guten Handball spielt. Und die Entwicklung, die hier vollzogen wird, ist eigentlich in vielen Köpfen vorhanden. Wir haben vor 3 Jahren gegen den Abstieg gespielt und haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt und jetzt haben wir einen Tiefpunkt. Aber wenn man so Revue passieren lässt, wie wir hier gearbeitet haben in der letzten Zeit, dann steht doch jeder dahinter. Das muss man eigentlich ganz deutlich feststellen, weil sonst hätte eine solche Atmosphäre schon vor dem Spielbeginn nicht entstehen können. Und da kann man nur einen riesen Respekt vor haben und ein ganz großes Kompliment ausloten, dass wir jetzt einen Champions-League-Platz erreicht haben heute. Das haben wir ja nicht, aber man sah auch, dass vielen die Freude anzusehen war und vor allen Dingen die Last von den Schultern gefallen ist, weil wenn wir heute verloren hätten, trotz gutem Spiel, dann hätten wir uns deutlich nach unten orientieren müssen und jetzt haben wir wieder einen Aufschwärtsschwung mitgenommen und den wollen wir natürlich aushalten und vor allen Dingen, wenn die Spieler wieder fit sind, dann weiter nach vorne bringen. Darüber hinaus Fragen, meine Damen, meine Herren? Das ist nicht der Fall, dann ist die Pressekonferenz beendet. Danke, dass Sie hier waren. Jetzt haben wir ein bisschen Pause, 2 Auswärtsspiele und am 18.11. sehen wir uns hier wieder. Der Delegation aus Göppingen, super gute Heimfahrt. Alles Gute.